So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hearthstone und Kartenchaos. Wir sind jetzt mittlerweile schon in der 22. Woche. Ist also sozusagen, was sind das? Über fünf Monate. Dachte ich eigentlich nicht, dass sich das so lange hält und dass das immer noch ein paar Leute spielen und dass das halt doch relativ... Es kommt ja eigentlich immer besser an. Also zum Beispiel letzte Woche fand ich persönlich das mit den 2, die in 1, ne? Also wo dieser komische 2,85 da auf dem... 2,95er, glaube ich, auf dem Tisch lag. Das war eigentlich für mich das beste Kartenchaos, was es gibt. Ich habe auch letztes Mal schon gesagt, ich will eigentlich nur noch die machen, wo man selber kein Deck auswählen kann. Und dachte, ja, letzte Woche hast du schon irgendwie kein Deck auswählen können. Hast du wahrscheinlich diese Woche Pause? Ist nicht, Freunde. Geht direkt los. Ich lese kurz vor. Die zwei epischen Bosse des Schwarzfelds... Da machen wir gleich nochmal von vorne hier. Die zwei epischen Bosse des Schwarzfelds wollen endgültig klären, wer im Berg der Chef ist. Mit eurer Hilfe. Dann machen wir noch los hier. Ich würde sagen, wir werden sicherlich jeweils eine Runde machen mit den verschiedenen Bossen. Ich habe wieder Koyon, worum es geht. Keine Ahnung, welche Bosse da gemeint sind. Aber wird schon geil sein. Ich hoffe halt, ich glaube, das war das erste Kartenchaos, was so war, wo du auch, glaube ich, Ragnaros und Nifarion hattest. Und da war es, glaube ich, so, dass ab einem bestimmten Punkt im Spiel der eine Boss immer besser war als der andere. Na, da haben wir die beiden schon wieder. Hallöchen, wir spielen erstmal mit dem Ragnaros. Ich hoffe, der hat jetzt auch ein paar neue Karten, weil ich meine jetzt nochmal die gleichen Shit-Karten. Das ist doch kacke. So, wir haben jetzt hier den, wir haben eigentlich die gleichen Karten wie damals. Lava-Eruption, weg damit. Flammenwichte war damals eigentlich eine scheiß Karte, war aber unser einziger One-Drop. Problem ist, wir haben den Coin, das heißt, wir werden eh die wirbelnde Asche austeulen. Das heißt, den Flame-Wichtel brauchen wir nicht. Lebende Bombe ist immer geil, Freunde. Lebende Bombe ist der Spruch überhaupt. Ja, siehst du, da haben wir gleich zwei auf der Hand. Perfekt. Schön übrigens, dass wir im zweiten Zug nicht spielen können. Machen wir im zweiten Zug den 5-1er. Er fängt direkt, na klar, er fängt direkt mit dem 7-7er an. Hallöchen. Was machen wir denn neben den 7-7er? Erstmal Grüße. Nix, oder? Nix. Wir machen einfach gar nichts gegen den 7-7er. Tja, lol, Freunde. Lol, wir hätten wahrscheinlich auch uns einfach nur einen 5-1er bauen können. Wäre wahrscheinlich... Ja, scheiße, wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ach, kack drauf, Freunde. Aber so muss er, so kann er wenigstens nicht das Face angreifen. Das ist doch schon mal gut. Also wir müssen wahrscheinlich, das war jedenfalls damals so, als Ragnaros wieder durchhalten. Aber ihr seht den Anfang. What the fuck, Freunde? Einfach nur what the fuck? Also was willst du hier groß machen? Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich habe es auch falsch gespielt, aber was soll's, ne? Also der hat wieder auf jeden Fall den Super-Anfang erwischt. Also ich glaube, den Typen hier im fünften Zug, weil er kostet ja 5 Mana. Ihr seht's auch, die Typen fangen hier mit 4 Mana übrigens an. Wir mit einem Mana. Das ist sozusagen der Unterschied. Er zieht sich jetzt seine Heldenfähigkeit, falls jemand den ersten Kartenchaos nicht miterlebt hat. Die erste, seine Fähigkeit ist, für 2 Mana kriegt er irgendeinen Zauber auf die Hand, der aber 0 Mana kostet. Also der kostet dann 0 Mana sozusagen. Und wir haben für 2 Mana erstmal 5-1er, bis die Waffe weg ist. Und wenn die Waffe noch, weg ist, dann glaube ich machen wir 8 Schaden oder so. Haben wir die Ragnaros-Fähigkeit. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt eigentlich die Bombe. Auf. Ja. Ne? Was macht die Bombe nochmal? Wählt einen feindlichen Diener. Wenn dieser zu Beginn eures nächsten Zuges noch lebt, fügt er allen Feinden 5 Schadenspunkte zu. Hm. Ja, ich meine, ich scheiße da auf, wen wir hier, und so. Ah, wir hätten noch ins Gesicht gehen müssen. Wir hätten die Waffe noch ausnutzen können. Ihr seht schon, Jungs, wir schaffen es auf jeden Fall mit Ragnaros nicht. Aber Ragnaros war auch schon immer der Typ, der einfach, wenn der Gegner einen ordentlichen Anfang hat, und das sieht im Moment so aus, aber einen relativ guten Anfang hat, also jedenfalls nicht einen beschissenen Anfang, dann, hast du mit Ragnaros keine Chance. Jetzt können wir immer in den... Ja, wir hätten es auch mit anderen machen sollen, ne? Aber ich meine, ich weiß ja auch, ne? Und so. Hier kriegt der nächste Ding ab. Problem ist, der wird jetzt in den 8-8er rein traden, Freunde. Aber da war es jetzt zum Beispiel wichtig, dass wir noch einen 4-6er spielen, weil dann, er kann den 8-8er quasi mit... Er muss dann quasi auch den 5-4er reinhauen. Das war halt relativ gut. Aber ansonsten ist das Ding hier verloren, Freunde. Er hat einfach einen zu guten Anfang. Ich wusste auch nicht, dass der den Wichser hier hat und 3 Schadenspunkte schießen kann irgendwohin. Wussten wir einfach nicht, Freunde. Haben wir einfach nicht gewusst. Jetzt geht ja schon wieder Face. Und guck mal, Jungs, wir sind im vierten Zug auf 21 Leben. Er hat natürlich eine Verwandlung gezählt. So, logisch, Jungs. Klar. Ich meine, da hat man eine Chance, ne? Ich hasse diesen Modus, Mann. Ich hasse ihn einfach. Flamestrike. Warum ist hier in dem scheiß Deck Flamestrike drin? Ich kann den noch nicht spielen. Ich bin vorher tot. Wo macht das Sinn, Freunde? Ah, so, wenn der Typ reinkommt, macht er 6 Schaden. So, können wir uns irgendwie stabilisieren? Das ist hier nämlich die Frage der Fragen. Ich glaube fast nicht.
Wir sind nämlich jetzt schon bei 20 Schaden. Theoretisch sind wir auch bei 17, wenn er einmal Face angreifen würde. Flamewicht ist übrigens eine klasse Karte auf der Hand. Wenn wir sozusagen, wenn wir den spielen, noch weiter unten. Eure Karten kosten 3 weniger, ist logisch, Freunde. Alle eure Zauber kosten noch 3 weniger. Ja. Ne? Läuft bei ihm da drüben. Läuft richtig und so. Was hat er jetzt gezogen? Komm, eh was richtig krasses. Noch so ein Pyro oder irgendwie sowas. Oder was weiß ich. Flamestrike wäre jetzt gut bei ihm. Ein Flamestrike für 0 Mana wäre... Ne? Er kriegt natürlich auch lieber eine Wurzel. Das heißt, er kann schon den 8-2er von mir töten. Läuft bei uns auf jeden Fall. Läuft richtig rückwärts, Freunde. Was macht er mit dem? Jetzt pumpt er den noch, oder was? Ne, jetzt macht er... Ach, klar. Na logisch! Na logisch, Freunde! Na klar! Er zieht natürlich noch... Ach, meine Fresse, Alter. So, das Schöne ist übrigens, alle Zauberkosten weniger, ne? Hat er vielleicht nicht beachtet, aber ist ja auch kackegal. Was ist denn das hier? Ruft jedes Mal einen Spott herbei, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Ja, der ist... Ich bin nächste Runde tot. Ne? Also, den kannst du auch schon mal direkt stecken. Was wir machen können, wir können Flamestrike spielen. Dann können wir das Ding hier für 0 Mana spielen. Dann können wir das Ding machen und noch einen 5-1er bauen. Und wir sind bei sagen und schreibe 8 Leben. Er übrigens bei 64. Und jede Runde zieht er einfach mal einen 0 Mana Spruch. Also einen Spruch, irgendeinen, der 0 Mana kostet. Also er zieht sozusagen 2 Karten. Man musste dazu sagen, ne? Die Fahne zieht immer 2 Karten. Jedes Mal, wenn ein Spieler eine Karte ausspielt, was steht da drauf? Ein Haar fühlt ihm bla, Gedöns. Aha, supi. Na klasse. Wir ziehen 2 Karten und erhalten 4 Rüstungen. Ja. Wir können uns auch schon mal 7 einfach mal direkt zufügen lassen, Freunde, weil wir sind ja so ein bisschen so ein Suicide-Bomber. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut. Können wir mal hier 2, jetzt haben wir wieder 5 Leben immerhin. Und wir bauen die 5-1er. Die 5-1er sind doch der Hammer. Was haben wir hier eigentlich auf der Hand? Was kann der? Wird Verderbnis auf alle anderen Diener. Verderbnis heißt, glaube ich, am Anfang meines nächsten Zuges sind die alle dann tot. Dann haben wir hier Kampfschrei. Haben wir hier nochmal Feuerelementar. Wir haben übrigens nur noch 5 Leben, Freunde. Jetzt haben wir noch 2 Leben. Oder er macht den 5-1er weg. Ah, nee, er hat den... Ah, er hat keinen Drachen auf der Hand. Tja, am Arsch, Freunde. So, der wäre übrigens am Anfang sehr gut gewesen. Nur mal so nebenbei. Den müssen wir definitiv spielen, ansonsten sind wir tot. Ne, das auch schon mal zu dem Thema. Ruft jedes Mal einen Spott dabei, wenn der Typ Schaden erleidet. Also wir gehen auf jeden Fall mal Face. Weil den können wir nicht angreifen, dann sind wir tot. Wir müssen auf jeden Fall den Spott spielen. Ja, Freunde, und jetzt ist Ludarat teuer. Wen wollen wir spielen? Wollen wir so einen Feuerele spielen? Ich würde mal den spielen. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie... Den spielen wir ganz bestimmt nicht, Freunde. Den Flammenwichte, das ist eine tote Karte, Freunde. Ich habe den extra weggemacht, dass der nicht mehr hier ist. Er kommt natürlich wieder, ne? So, hat er jetzt mal einen Drachen gezogen? Natürlich nicht. Macht er jetzt mit mir hier? Er heilt mich, oder was? Jetzt macht er noch ein Fass. Nein? Was? Vernichtet 2 zu viel Dinge, werft 2. What the fuck? Was hat der für Sprüche gezogen, Freunde? Was ist das? Was ist da los? Also dagegen kannst du dich nicht wehren, auch wenn ich wahrscheinlich, ich habe natürlich falsch gespielt sozusagen, ne, ein paar Fehler gemacht, aber dagegen, Freunde, kann man sie als Ragnaros nicht wehren mit den Karten, die wir auf der Hand hatten. Was soll's, Freunde. So, ich queue da mal ab und guck mal, ob wir Nefarian kriegen, weil der ist ja anscheinend overpowered, ne? Wir haben ja 0 zu, ich glaube 63 jetzt am Ende oder so, oder 64, keine Ahnung. 0 zu 64 verloren. Guck mal, ob wir auch so viel Glück haben. Guck mal einfach mal. So, gleich das nächste Spiel hier, den Beltor. Nefarian, ich hasse immer noch dieses Spiel. So, was haben wir jetzt hier auf der Flosse? Also den 4 Mana 7-7er ist ja schon mal super. Dann, was ist das da? Alle Zauberkosten weniger? Scheiß drauf. Fügt allen anderen Dienern zu Beginn eures Zuges einen Schatten. Weg damit. Warum kriegen wir so eine 1-Mana-Drops? Ich will 5 Mana haben. Nein, auch nein. Wenn wir jetzt keinen 5-Mana-Drop ziehen, wir haben ja, glaube ich, 2 Züge Zeit dafür. Dann haben wir wieder Pech. Freunde, das ist wirklich so. Es gibt richtig viele gute 5 Mana Drops. Das ist keiner. Die Nefarian spielen kann. Und wenn du keinen davon erwischt, hast du eigentlich verloren. Weil Nefarian, wie ihr habt ja gerade doch gesehen, Nefarian ist am Anfang halt so unglaublich stark. Wenn ihr ihn, wie gesagt, wenn er ihn nicht bekommt, dann habt ihr verloren mit Nefarian. Also dann solltet ihr verloren haben. Formulieren wir es mal so. Da hinten ist ja ein Drache, ne? Aber hat der irgendwelche legendären? Habe ich eine legendäre Kreatur gehabt? Kann mich nicht dran erinnern. Er spielt einen Flame Imp. Okay.
Jetzt spielt er noch die Münze und nochmal Flame oder was? Wirklich? Okay. Ja, das ist übrigens unser 5-Mana-Drop hier. Behindert. Weg damit. Wenn wir schon so einen Ranzspruch ziehen, Freunde, dann können wir auch direkt den Typen oder weghauen. So, ich habe jetzt mal Face angegriffen. Wir hätten auch vielleicht den 3-2er umbringen können, damit er halt den 3-5er nicht so genau wegmachen kann. Weiß ich nicht, was besser ist. Ich versuche ihn halt tot zu rushen, ne? Ist klar, logisch. Meine, wie gesagt, später im Spiel haben wir keine Chance mehr gegen ihn. Und von daher... Ja, der wäre übrigens letzte Runde ganz cool gewesen. Danke, Spiel. Danke. Ich hasse dich auch. Hier, Flammenkanone können wir auch nochmal raushauen. Noch den nächsten 7-7er und ins Gesicht, Junge. Ins Gesicht. So, wie gesagt, der wäre nächste Runde der gewesen, ne? Also, das ist... Ja, überlebt mal, Jungs. Für 5 Mana, ihr tretet 4-6er und 2-2-2er. Also, ihr tretet für 5 Mana von den Stats her 18er aufs Feld. Deswegen ist der halt im sogenannten zweiten Zug, weil im zweiten Zug könnt ihr den ja als Nefarian spielen, so unglaublich überpowered. So, was macht denn der jetzt hier? Hör auf damit. Egal, was du machst. Hör auf damit. Er hat natürlich den geschmolzenen Riese, ist klar. Und er heilt sich ein bisschen. Okay. Wieder Face, er will so schnell wie möglich seine Fähigkeit da einsetzen. Aber mein Duder. Was war das denn? Jedes Mal, wenn ein Spieler eine Karte ausspielt, fügt ihm bla 2 Schadenspunkte zu. Ist mir eigentlich relativ Pumpe. Wir gucken mal, was ich für ein Spruch spielt. Ist übrigens scheißegal, wenn ihr die Heldenfähigkeit einsetzt. Ist eh 0 Mana. Verleiht einem Diener noch 3 Angriff. Da könnte man einen Riesenplatt machen, Freunde. Jetzt ist die Frage, wollen wir den 3 Angriff drauf machen und den Riesenplatt machen? Hat er sowas wie Shadow Flame? Das ist halt die Frage. Hat der Shadow Flame oder hat er es nicht? Wenn er es nicht hat... Ah, Jungs, ich weiß es nicht. Soll ich noch 24 runterdrücken? Und das Spiel vielleicht verlieren? Ich bin Pussy, Freunde. Ich spiele die Pussy-Variante. Ich glaube, also Shadow Flame würde mich halt komplett weghauen. Ne? Er opfert den 8-8er und 8 Schadenspunkte auf alle meine Kreaturen. Während mein komplettes Board weg. Immerhin wäre er dann aber jetzt bei 24. Den hat er natürlich, der ist halt relativ scheiße stark. Was kann der nochmal? Der war auch cool, ne? Fügt allem, auch dem benachbarten Diener seinen Schaden zu. Ja, nicht schlecht. So, wir müssen auf jeden Fall immer diese Fähigkeit einsetzen. Verdoppelt den Angriff. Jo. Ne? Hallo! Guten Tag! So, und ansonsten, ich würde den Bisson spielen. Haben wir ihn wie Liefel? Ne, haben wir nicht. Also, der muss auf jeden Fall ins Gesicht, weil das ist einfach klar wie Kloßbrühe. So, jetzt ist er bei 16 Leben, Freunde. Aber wir haben nicht mehr so viel auf dem Feld. Ich meine, klar, wir haben den 14-7er, aber den kriegt er ja vielleicht irgendwann weg. Jetzt die Frage. Ich meine, man muss den eigentlich diese Runde wegkriegen. Ansonsten hat er verloren. Sind wir ehrlich, Freunde. Ansonsten, ist das Ding durch. Er nimmt die 14. Er face-tinkt einfach mal. Ja, GG. Ja, sorry. GG. Da kannst du nicht viel machen, Freunde. Das ist das Ding, also Nefarian sieht für mich wieder so aus, ob er viel mächtiger ist als Ragnaros. Bildet euch selbst die Meinung, wir machen auch das Pack auf, aber Nefarian hat gegen mich gewonnen, ich habe mit Nefarian gewonnen, wir haben nur 2 Spiele gemacht, also so ist nicht, ich wollte nicht meine bescheuerte Sammlung angucken. Ey, ich wollte das Pack aufmachen. Das war damals schon so. Guck mal. Ech, direkt Pack. Selten Arkandole, Mann. Jawoll, Freunde, jetzt kann ich endlich Facehunter spielen. Jawoll! Nee, Mann. So, also diese Woche wieder quasi ein Reboot vom ersten Kartenchaos, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und im Endeffekt habe ich nicht viel Neues gesehen. Also eigentlich nur was Neues für Nefarian, weil der halt ja diese zufälligen Sprüche ziehen kann. Und da jetzt ein paar Erweiterungen rausgekommen sind in der Zwischenzeit, kann er halt jetzt noch mehr verschiedene Sprüche ziehen. Aber ansonsten waren es die gleichen Decks. Und es ist wie immer gewesen, also wie damals auch. Wenn Nefarian, wenn ihr mit Ragnaros, ich sag mal, 8-9 Züge überlebt, dann habt ihr wahrscheinlich gewonnen. Oder dann gewinnt ihr wahrscheinlich. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Nefarian, wir hatten keinen guten Anfang mit Nefarian. Also ein 7-7er ist okay am Anfang. Das war Standard quasi. Und für 5 Mana hatten wir eigentlich nichts quasi. Nicht wirklich was. Ne? Und für 6 Mana haben wir dann auch noch ein 7-7er gespielt und für 7 Mana dann erst sozusagen unser 5-Drop. Also wir waren ein bisschen langsam. Von daher,
Nee, ist ein bisschen doof, vor allem mit den Sprüchen, ne? Also wenn wir haben halt relativ gute Sprüche gezogen. Das ist halt bei den Fahrern halt das Problem. Ne? Also das ist einfach zu stark, wenn er gute Sprüche zieht. So, Freunde. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal, ob nächste Woche auch wieder was ist, wo ich kein Deck bauen muss. Weil, wie gesagt, im Moment ist auch bei Hearthstone so... Die Luft ist raus, Freunde. Wenn nicht, sehen wir uns dann irgendwann wieder, ne? Bis denn, ne?